Herr Minister, haben Sie hier auf der Sicherheitskonferenz ansatzweise Lösungsvorschläge, Lösungsansätze gesehen zur Bewältigung der Flüchtlingskrise? Ja, unserer Meinung nach müssen wir alles tun, um den Zustrom zu stoppen, denn Österreich ist schlicht und ergreifend massiv überfordert mit der Zahl an Flüchtlingen, die wir im letzten Jahr aufgenommen haben. Wir werden daher auch beginnen, den Zustrom nach Österreich täglich zu limitieren, um den Zustrom nach Österreich damit auf Dauer zu reduzieren. Wir haben das eng abgestimmt mit den Ländern entlang der Westbalkanroute. Und unser Ziel ist natürlich, dass, wenn die Kooperation mit Griechenland nicht funktioniert, wenn es keine Grenzsicherheit an der griechisch-türkischen Grenze gibt, dass dann mit Mazedonien zusammengearbeitet wird, um die Flüchtlinge zumindest an der mazedonisch-griechischen Grenze bestmöglich zu stoppen. Sie haben Mazedonien ja sogar militärische Hilfe angeboten. Sie haben diese erwähnte Obergrenze eingeführt. Alles Positionen, mit denen Sie im Grunde auf Distanz gehen zur deutschen Bundeskanzlerin. Schwinden die, ich sag mal, Verbündeten in der Bewältigung der Flüchtlingskrise, die Verbündeten von Angela Merkel? Ich gehe überhaupt nicht auf Distanz zu irgendjemandem, sondern wir haben in Österreich eine spezifische Situation, die auch nicht hundertprozentig mit der deutschen zu vergleichen ist. Jedes Land muss da auch für sich Entscheidungen treffen, und ich kann nur für Österreich sprechen. Wir haben 90.000 Menschen aufgenommen, das ist die zweitgrößte Zahl per Kopf nach Schweden. USA 10.000 Menschen, Kanada 25.000 Menschen, sind bekanntlich alles wesentlich größere Länder als wir. Unser Nachbarland Slowenien hat gerade mal 1.000 Asylanträge, die anderen Länder entlang der Route noch weniger. Das heißt, das große Problem, das wir haben, ist nicht nur, dass Flüchtlinge nach Europa kommen, sondern wir haben vor allem das große Problem, dass sie durch zahlreiche sichere Länder durchziehen, um dann ganz gezielt in Österreich oder in Schweden oder in anderen Staaten ihren Asylantrag stellen. Menschlich zu 100% nachvollziehbar, dass das getan wird, aber als Land überfordert uns das. Und insofern müssen wir hier auch Grenzen setzen. Und wir tun das gemeinsam mit den Visegrad-Staaten in der Unterstützung von Mazedonien. Und ja, wir stehen bereit, hier Polizei, aber auch militärische Unterstützung zu leisten. Und Mazedonien hat uns auch schon gesagt, dass sie diese Unterstützung dankend annehmen. Sie haben hier auf der Sicherheitskonferenz eine interessante Frage aufgeworfen, nämlich was passiert, wenn gewisse Forderungen der aktuellen Debatte erfüllt werden, also zum Beispiel Wirtschaftsflüchtlinge an den Grenzen oder bei der Einreise zu stoppen, die kein Recht auf Asyl haben, rein rechtlich betrachtet. Also die Frage stellt sich ja in der Tat, haben Sie schon eine Antwort darauf gefunden? Naja, es gibt nicht nur das Problem, dass unter den Flüchtlingen sehr viele Wirtschaftsmigranten dabei sind, die kein Recht darauf haben, nach Mitteleuropa durchzukommen, sondern wir haben auch das Problem, dass, wenn wirkliche Kriegsflüchtlinge aufbrechen aus Syrien oder aus den Nachbarstaaten, dann machen sie sich aufgrund des Krieges auf den Weg. Aber wenn sie dann ihren Asylantrag nicht in Griechenland, nicht in Mazedonien, nicht in Serbien, nicht in Kroatien, nicht in Slowenien stellen, sondern sie stellen ihn genau in Österreich, dann tun sie das aufgrund von ökonomischen Überlegungen. Menschlich, wie schon gesagt, zu 100% nachvollziehbar, aber das ist ein System, das nicht funktionieren kann. Aber dahinter steckt ja auch die Frage, dass Sie sich als Land womöglich auch überfordert fühlen mit denen, die ein Recht auf Asyl haben, mit Flüchtlingen, so wie sie nach Genfer Konvention und anderen anerkannt werden. Selbstverständlich. Und das geben wir auch offen zu. Die Antwort ist unsere Obergrenze, die wir beschlossen haben, nämlich 37.500 Menschen, die wir in dem Jahr aufnehmen können. Und die Sie bald erreichen werden. Das ist eine Zahl, auf die wir uns als Regierung geeinigt haben. Wir werden diese Zahl bald erreichen, weil wahrscheinlich deutlich über 10.000, vielleicht sogar 20.000 oder 30.000 über die Familienzusammenführung kommen werden. Und weil wir im Jänner schon 7.000 Asylanträge hatten. Ich bin absolut der Meinung, dass wir das Recht auf Asyl schützen müssen. Aber das Recht auf Asyl kann nicht bedeuten, dass ich mir den besten Platz in Europa aussuche und genau dort meinen Antrag stelle, weil das funktioniert nur, wenn es weniger Asylwerber gibt. Aber wenn wir von Millionen Menschen sprechen, die hier auf dem Weg sind, dann wird das nicht funktionieren. Noch ein bestimmendes Thema dieser Sicherheitskonferenz. Der russische Premierminister hat vom neuen Kalten Krieg gesprochen. Sie als Außenminister, wie beurteilen Sie das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland, das im Moment ja nicht das einfachste ist? Ja, das Verhältnis ist leider Gottes sehr angespannt, aber wir müssen als Europa alles tun, dass wir eine Verbesserung zustande bringen. Ich gehöre einer Generation an, die den Kalten Krieg nur aus den Geschichtsbüchern kennt, und dorthin sollten wir ihn auch wieder zurückbringen. Vielen Dank, Herr Minister, fürs Gespräch. Ich danke.